Heute geben wir Gas bei Talk in Town, nämlich ist es ein DTM-Spezial und bei mir ist Bruno Spengler. Endlich geht die Saison wieder los. Mal ganz ehrlich, hast du vermisst? Sehr vermisst, ja, wirklich. Also die Zeit war einfach im Winter ein bisschen zu lang und jetzt die Stimmung, die wir haben schon am Freitag hier im Hockenheim, ist gigantisch mit so einem Wetter. Und die Adrenalin, die ich beim Rennwochenende in DTM habe, der habe ich nicht zu Hause. Von daher, da habe ich echt vermisst, ja. Oh, da muss ich jetzt aber mal nachhaken. Kein Adrenalin zu Hause. Ich meine, du bist ja verliebt, hast eine schöne Freundin und alles und du hast keine Adrenalin zu Hause. Warum? Irgendwas machst du falsch? Ja, ich habe schon Adrenalin. Ab und zu, auf einen kurzen Moment. Aber Spaß beiseite. Es ist eine ganz andere einfach, weil beim Rennsport einfach auf der Startaufstellung zu sein oder kurz vorm Qualifying, wo du weißt, es geht wirklich um alles. Es bringt dir außer deine Ruhe weg. Und das finde ich eigentlich am geilsten beim Motorsport, wenn du an der Strecke ankommst, du spürst schon die Nervosität von deinem Team, von den Leuten, die um dich rum sind. Deine Nervosität selber, da bist du ja zu Hause nie nervös. Und da bist du schon öfter nervös am so ein Wochenende. Und das ist eigentlich, was auch cool ist. Und das vermisst man einfach sehr beim Winter in der toten Pause, ja. Apropos vermissen, ich vermisse deine Moonwalks, weil immer wenn du gewinnst, machst du einen Moonwalk oder bei Pole. Und letztes Jahr hattest du Pole, aber du hast keinen Moonwalk gemacht. Hast du es vielleicht verlernt oder kannst du es noch? Nee, verlernt habe ich es nicht, aber ich kann es noch ein bisschen trainieren für dich, wenn du willst. Zeig doch mal, vielleicht kann ich auch mal nachmachen. Ja, kannst du ja mitmachen. Ja gut. Bei dir sieht das einfach besser aus, aber ich muss dazu auch sagen, ich habe ja auch Flipflops an, vielleicht liegt es daran. Was sagst du dazu, Hockenheim hier Auftakt und wir haben bombastisches Wetter und Sonnenschein, besser geht's nicht, oder? Na, besser geht's nicht, speziell wenn man vor einer Woche geschaut hat, das Wetter, wie es war. Wir haben das richtige Rennwochenende erwischt, sage ich mal so, und wird es morgen genauso und Sonntag auch. Und ich glaube, von der Stimmung her wird richtig toll. Auftaktrennen in Hockenheim ist immer was Spezielles und wenn das Wetter so ist, dann natürlich für die Fans ist das gigantisch und ich freue mich sowieso immer wieder die Fans zu sehen. Diese positive Atmosphäre, die uns geben, ohne Fans würde kein DTM geben und deshalb riesen Dank an die Fans und ich freue mich, die alle zu sehen. Heute war schon ein paar unterwegs oder viel unterwegs am Freitag, aber morgen wird viel und ich bin richtig froh dafür. Und vor allen Dingen bei dir ist es ja wirklich so, du hast ja echt einen Hardcore-Fanclub, ne? Die folgen dir ja überall hin, egal wo, die Bruno Spengler-Fans, die erkennt man überall. Was machst du mit denen? Hast du die alle verzaubert? Ja, seit Formel 3 sind die eigentlich dabei und immer da, egal wie das Wetter ist, ob kalt, warm, schlecht, schneit, also die sind immer da, das ist wirklich sensationell. Ich habe tolle Unterstützung, ob es gut läuft oder ob es schlecht läuft, also es sind nicht so, wo die sagen, okay, heute geht nicht so gut, wir gehen nach Hause, die sind überhaupt nicht so. Egal wie es läuft, die sind immer da und das finde ich eigentlich ganz toll. Die sind auch sehr, sehr Motorsport begeistert, riesen Motorsport-Fans und das mag ich. Ich muss aber auch dazu sagen, es sind hauptsächlich weibliche Fans und kein Wunder, weil Bruno ist ja so der Mädchenschwarm hier bei der DTM, ne? Brauchst gar nicht rot werden oder so, ist ja einfach mal so, oder? Ich weiß nicht, das musst du sagen. Es ist definitiv so. Und jetzt noch eine letzte Frage privat. Du hast ja eine Freundin, die ist Stewardess. Fliegst du dann auch manchmal mit der zum Rennen so? Also ist es dann Zufall, dass man sich auch mal quasi da oben trifft? Ich frage jetzt auch nichts über da oben, da gibt es ja auch so ein paar Fragen, meine ich. Aber oder seht ihr euch dann ganz wenig? So nach dem Motto Adrenalin im Flug oder was? Nein, also sie arbeitet ein bisschen weit von hier. Sie arbeitet von Dubai aus, aber die ist ja öfters in Europa wegen die Flüge. Und wir haben es noch nicht geschafft, weil es ist erst seit einem Jahr, dass sie da arbeitet. Wir haben es noch nicht geschafft, dass wir zusammen fliegen, wo sie arbeitet. Dann kann ich fragen, was ich will. Also hol mir einen Kaffee, hol mir das. Da kann sie nicht Nein sagen. Das finde ich eigentlich cool. Und das werde ich bald schaffen. Das wird schon passieren irgendwann, ja. Bin ich sehr gespannt und dann fragen wir auch nochmal nach dem Adrenalin nach. In diesem Sinne, ich drücke dir ganz doll die Daumen fürs Wochenende und ich will deinen Moonwalk sehen, okay? Alles klar, danke. Danke, tschüss.